Ich bin Heide Hagen und ich habe Zettel, weil ich bin ein analoger Mensch. Außerdem bin ich Künstler, Handwerker und Mama und kein Nerd. Das bedeutet, das wird jetzt nicht allzu intellektuell und ich bin eher grundsätzlich. Es gibt viele Leute, die glauben, privates Leben und Politik haben nichts miteinander zu tun. Das Privatleben ist Privatsache und müsse ein Geheimnis bleiben dürfen, während ein politisches Engagement so lange als Privatsache zu gelten habe, bis man ein politisches Mandat übernimmt. Erst mit der Ausübung von Macht und Einfluss sei man verpflichtet, sein Privatleben der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Warum ich diese Haltung für antiquiert und kontraproduktiv halte, werde ich im Folgenden erläutern. Die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, Gesellschaft und Individuum und Internet, sind allen gut bekannt und auch die Beziehungen, wie die Faktoren zueinander stehen, die sind auch niemandem wirklich fremd. Und damit ihr euch nicht irgendwann zu langweilen beginnt, werde ich rechtzeitig noch irgendwas mit Sex einbauen. Ich habe bei der Recherche zu diesem Thema und bei dem Versuch, eine Gedankenstraße zu bauen, mich so oft im Unterholz verfangen, weil es so viele nette Seitenpfade gibt, in denen man sich da bewegen kann, dass ich ewig lang dazu gebraucht habe, um meine Straße zu finden. Ich habe mich dann immer wieder zurückgefunden und habe dann aufgehört, Text zu schreiben, weil ich wäre damit nie fertig geworden mit diesem Text. Habe also dann auf Stichwörter zurückgegriffen, jetzt hier, und werde sicher ab und zu mal ins Stocken kommen. Was ich gemerkt habe, als ich meinem Kind heute das Ganze, meinem Sohn das Ganze vorgesprochen habe und dann gesehen habe, jetzt weiß ich gerade nicht weiter, was ich sagen wollte. Sein Kommentar dazu war, Mama, wenn du aussehen würdest wie Captain Picard und auch seine Stimme hättest, würde das Ganze wesentlich mehr Eindruck machen. Ich werde auch hier und dort ein paar kleine Schritte ins Unterholz wagen und immer wieder zurück, aber ich sage dann rechtzeitig Bescheid, was Holz ist und was dann dazugehört zum Strang. Aber Unterholz war einfach zu interessant. Die Gesellschaft kann man ja kurz mal beschreiben am Anfang, die befindet sich in einem Prozess zunehmender Individualisierung, wie wir alle schon erfahren haben. Das hat eine Menge Aspekte, von denen ich einen herausgreife, der mir für diesen Vortrag wichtig ist: der Zerfall traditioneller Bindungen, Strukturen und Denkweisen. Zum Beispiel die Bedeutung der Kirche schwindet zusehends, wissen wir, die traditionelle Familie zeichnet sich durch eine sehr überschaubare Haltbarkeitsdauer aus, sofern sie überhaupt noch angestrebt wird. Ein lebenslanger Arbeitsplatz, selten möglich, noch sonderlich erwünscht. Oder das ganze Leben an einem Ort zu verbringen, klingt quasi schon fast tödlich. Dem steht eine zunehmende Selbstbestimmung des Individuums gegenüber, was ohne Zweifel eine feine Sache ist. Dummerweise muss sich das Individuum, ich nenne das jetzt immer im Folgenden, wenn es auftaucht, Meier, nun aber auch entscheiden. Meier muss sich seine Werte selber suchen, den Sinn seines Lebens selbst definieren und andauernd über sich selbst bestimmen, was unglaublich anstrengend sein kann. Meier muss sich bilden, um zu adäquaten Ergebnissen zu kommen, und deswegen entdeckt Meier das Internet. Das ist noch eine schöne Überleitung gewesen. Der Rest ist dann nicht mehr so flüssig. Aber wir machen gleich den ersten kleinen Seitenpfad. Es gibt eine Geschichte von Stanislaw Lem aus dem Jahre 1964, in der er hellsichtig eine Art Internetvision beschwor. Dort bauten zwei Konstrukteure, einem nach authentischer Information hungrigem Räuber namens Mäuler, einen Dämon zweiter Ordnung, welcher magisch, thermodynamisch, unsklavisch und statistisch war
und aus einem alten Fass, gefüllt mit abgestandener Luft, Informationen über alles extrahieren konnte, was war, was ist, was sein kann und was sein wird. Denn in jeder Prise Luft formen sich durch atomare Gezappel und Gehampel wichtige Wahrheiten und bedeutende Sentenzen, aber auch tausendfach mehr Sinnlosigkeiten, weshalb man einen Selektor braucht, der all das auswählt, was in dem Hin und Her der Atome sinnvoll ist. Und das eben tut der Dämon, welcher gleichzeitig auch als der erste Nadeldrucker der Welt fungiert, denn er bekommt ein kleines Schreibzeug mit einer winzigen Diamantnadel und tickert die aus dem atomaren Gehüpfe extrahierten Informationen wie ein Telegraph auf die langen Papierstreifen. Nur millionenmal schneller. Ich fand das eine ganz großartige Vision von 1964, weil sie mich so erinnert an die Art und Weise, wie unsere Politiker das Internet betrachten, nämlich als einen Haufen von unglaublichen Informationen, wo man einen Selektor, möglichst eine Sekretärin braucht, die das Ganze für einen herausfiltert, was für einen wichtig ist und es dann ausdruckt, möglichst auf lange Papierstreifen. Das Internet ist aber viel mehr als dieser Haufen von ungefilterten und unglaublich wichtigen Informationen. Das Internet ist eine soziale und demokratische Struktur. So war es nicht gedacht. Es ist ungefähr so wie ein riesiges Gebiet, in dem überall gerade die Lichter angehen, weil Straßen gebaut werden und Lampen installiert werden. Ganz am Anfang war das Chaos und Dunkelheit und dann sprach jemand, es werde Licht und es begann, sich eine Struktur zu entwickeln. Das war wie ein Nervengeflecht. Das Wichtigste war natürlich am Anfang das Internet selbst. Es ging irgendwie darum, dass man miteinander kommunizieren wollte. Zuerst waren es ja bloß ein paar Universitäten und dann wollte man auch noch mit seinen Kumpels kommunizieren. Also wurden lauter Kommunikationswerkzeuge gebaut und das von einer Gemeinde, die sich recht schnell zusammenfand, die sich immer noch Open Source Gemeinde nennt und die da großartige Dinge geleistet hat. Kleiner Seitenpfad. 1996 hat John Barlow die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace geschrieben, 1996. Die ist auch so schön geschrieben, dass ich den ersten Absatz, den man immer in der Wikipedia nachlesen kann, hier mal zitiere, nämlich: Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft bitte ich euch aus der Vergangenheit, uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Großartig formuliert, gilt heute immer noch. Und 10 Jahre später gründete sich die Piratenpartei nur so am Rande. Zurück zu Open Source. Da gibt es auch einen schönen Essay, der heißt Bazar und Kathedrale und der ist auch ganz vielen Leuten bekannt. Mir war er ganz neu und ich fand ihn auch faszinierend. Den hat Eric Raymond verfasst, erstmals auf dem 4. Internationalen Linux-Kongress 1997. Das sind 19 Regeln. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und hinsetzt, kann man jede einzelne Regel, die dort aufgeschrieben steht, übersetzen in eine Art demokratisches Miteinander. Ich habe mal 3 herausgeschrieben und lese die euch jetzt vor ohne Kommentar, die ich am interessantesten fand. Auf die komme ich hier und dort nochmal zurück. Nummer 1 war, jede gute Software wird von einem Entwickler geschrieben, der ein persönliches Problem lösen will. Die 2, die ich wirklich gut finde, war, wenn du deine Beta-Tester wie deine wertvollste Ressource betrachtest, werden sie dies auch werden. Und die 3, die ich auch ganz essentiell finde, war, fast so gut wie eigene Ideen zu haben, ist es, gute Ideen von den Benutzern zu erkennen. Manchmal ist Letzteres sogar besser. So, das
war eine sehr demokratische oder ist eine sehr demokratische Veranstaltung im Internet, die Open Source Gemeinde. Und das kommt daher, weil das Internet eben eine demokratische Struktur ist per se. Wo ein Platz ist, entsteht Demokratie, wo die Leute sich zusammenfinden können, um auf Augenhöhe zu palavern, entsteht Demokratie, wie wir wissen. Im Internet gibt es viele Foren und das Internet ist ein riesiges Forum. Und Demokratie funktioniert nur schlecht, wenn sie von oben verordnet wird. Sie funktioniert, wenn sie von unten kommt und eine gute Basis hat. Und es entstehen keine Hierarchien in dem Sinne, dass jemand oben ist dann am Ende und den anderen befiehlt, sondern es entstehen Spezialisierungen, was ich sehr wichtig finde. Wenn wir heute von Hierarchien sprechen, geht es nicht um Machtausübung, sondern um eine Spezialisierung. Es gibt ein Grundbedürfnis des Menschen. Und deswegen funktioniert das Internet so großartig, weil es diesem Grundbedürfnis extrem entgegenkommt. Und das Grundbedürfnis heißt Teilhaben. Wenn man einen Menschen isoliert von anderen, dann geht er zugrunde. Das heißt, alle Leute wollen unbedingt miteinander zu tun haben und wollen andauernd miteinander reden und sich austauschen und ihre Ideen verbreiten. Und sie wollen Feedback haben. Das heißt, wir haben also eine Struktur und wir haben unglaublich viele Leute, die unbedingt mitmachen wollen. Das ist die Voraussetzung für Demokratie. Sie wollen in Respekt und Würde mitmachen. Jeder möchte gut behandelt werden. Keiner möchte von anderen niedergemacht werden. Es soll keine Mobbings geben. Es gibt da die goldene Regel. Die habe ich als kleines Kind kennengelernt, als ich auf das Etagenklo immer gegangen bin. Da stand nämlich ein schönes altes Emailschild: Bitte diesen Ort so zu verlassen, wie man ihn zu finden wünscht. Übersetzt: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Ich glaube, das ist die Regel, die man auf alles anwenden kann und die überhaupt niemand sich ständig vergegenwärtigt, also im Praktischen. Ich habe heute ein getwittertes Interview von Julie C. gelesen, die zitiere ich hier. Sie schreibt nämlich: Richtig frei fühlen wir uns aber nur, wenn wir die Egozentrik überwunden haben und nicht immer für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, also nicht immer die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nach oben stellen. Das ist eine Krankheit, mit der wir gerade zu kämpfen haben im Internet, nämlich die Egozentrik aller User, die der Ansicht sind, dass genau ihre Meinung jetzt gerade noch gefehlt hat, obwohl die vielleicht nicht unbedingt jetzt relevant war und damit den anderen Leuten auch eine Menge Zeit und Ressourcen stehlen. Gerade auf Mailinglisten kann man diese Ich-Inflation beobachten. Und ich glaube, man muss immer wieder mal überlegen, ist das jetzt tatsächlich wertvoll, was ich jetzt hier hineingebe, oder ist das Blödsinn? Die meisten Leute betrachten die Welt nämlich nicht mit ihren Augen, sondern sie empfinden sie mit ihrem Bauch. Was ihnen schmeckt, ist gut, und was ihnen nicht schmeckt, ist erstmal nicht gut. Und das ist eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, die nicht sonderlich weit führt. So. Es war so ein kleiner Einschub. Ich komme wieder zurück zu meinem Internet und einem Bild davon, nämlich der Vergleich mit dem menschlichen Gehirn, das ich sehr spannend finde. Das menschliche Gehirn besitzt nämlich Schätzungen zufolge etwa 100 Milliarden Neuronen. 100 Milliarden Neuronen, die durch etwa 100 Billionen Synapsen eng miteinander verbunden sind. Durchschnittlich ist ein Neuron demzufolge mit 1000 anderen Neuronen verbunden. Mit 1000. Und könnte von jedem beliebigen anderen Neuron aus in höchstens 4 Schritten erreicht werden. Im Vergleich dazu
hat das Gehirn einer Maus etwa 8 Millionen Neuronen mit jeweils, also mit 8000 Synapsen. Und da sieht man, worauf es ankommt, nämlich auf die Vernetzung. Je vernetzter unsere Neuronen sind, desto höher ist ihre Ausgangsleistung. Wir können das auch in der Gehirnforschung festmachen, die zum Beispiel sagt, na gut, Kinderchen sollen ordentlich schaukeln, weil wenn sie viel schaukeln im Alter von 1 bis 6, dann haben sie ihren Gleichgewichtssinn ausgeprägt und da eine ganze Menge Synapsen geschaffen und dann hat es einen guten Einfluss auf das Sprachzentrum. Das heißt also, eine gute Vernetzung macht dieses ganze Ding intelligenter. Das bedeutet, dass wir so viel wie möglich vernetzen müssen, um unser Internet intelligent zu machen. Ich habe ungefähr 800 Adressen in meinem Thunderbird. Davon kenne ich 400 Leute. Das sind die anderen 400, habe ich mal geguckt, die sind mir nicht mehr, also zumindest nicht persönlich bekannt, aber es sind immerhin Kontakte, die ich habe und die ich vielleicht aktivieren könnte, wenn es mal sein muss. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ich werde das verdoppeln innerhalb von 2 Jahren. Ich glaube, das macht Sinn. Eine von diesen 19 Open-Source-Regeln: veröffentliche früh, veröffentliche oft und höre auf deine Benutzer, ist genau das, was wir eigentlich tun müssen. Wir müssen so viel wie möglich veröffentlichen und so viel wie möglich Feedback bekommen und ernst nehmen. Denn zeitgemäßes politisches Handeln ist nicht Machtausübung. Der Film, der da jetzt gerade noch läuft, ist schon Vergangenheit. Es bedeutet, jeder Input von Content ins Netz ist politisches Handeln. Weil wir unsere Demokratieplattform, die das Internet ist, dadurch stärken. Und wenn es Twittern ist. Twittern kommt mir immer so vor wie das Schaukeln. Ne? Also Twittern ist wie Schaukeln, es bildet das Sprachzentrum aus. Ja? Teilen und mitteilen und Vernetzung ermöglichen, ist das politische Handeln der Zukunft. Und damit fangen wir jetzt an. Und deswegen gibt es auch kein privates oder politisches Ich mehr, weil unsere Handlungen, die wir dann mitteilen, eine politische Relevanz haben. Und Synapsen bilden. Und was wir tun müssen, sind Synapsen ohne Ende zu bilden. Quatsch schreiben wir auch oft rein, aber das macht nicht viel aus, weil Quatsch erzeugt eben eine gute Filtertechnologie. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Was wir ins Netz nicht eingeben sollten, was ein echter Schadcode ist, sind Lügen. Bewusste Fehlinformationen kosten wahnsinnig viel Zeit und zerstören Vertrauen. Und einer unserer ethischen Grundsätze muss sein, ins Internet keine Lügen zu stellen. Das will ich hier mal ganz deutlich sagen, dass das ist, was absolut kontraproduktiv ist und was mich in der letzten Zeit doch unheimlich umgetrieben hat. Lügen haben natürlich auch kurze Beine, aber gerade im Internet sind sie viel schädlicher, als wenn man sie einfach nur einem anderen erzählt. Zusammengefasst ist das Internet demokratisch, es fördert weltweit Demokratieentwicklung. Und sich im Internet einbringen, ist politisches Handeln. Und es ist egal, ob es jetzt Kochrezepte oder Essays oder Wikipedia oder Facebook-Partyfotos oder Twittern ist. Es hat alles eine bestimmte Art von Relevanz und bildet Synapsen und darauf kommt es an.
Jetzt könnte ich hier eigentlich schon Schluss machen, aber ich bin noch bei, ich habe mir gedacht, ich bringe jetzt noch zwei Spezialfälle. Spezialfall oder also konkrete Fälle, konkrete Sachen. Meyer ist in die Piratenpartei eingetreten, unser Individuum von anfangs. Und der macht natürlich jetzt alles, was man falsch machen kann. Im Moment sind nämlich wahnsinnig viele Meyers in die Piratenpartei eingetreten. Und manche sind in die Piratenpartei eingetreten, weil sie es einfach so geil finden, dieses ganze Konzept, was dahinter steckt. Oder zumindest, was sie vermuten, was dahinter steckt. Und manche sind eingetreten, weil sie denken, oh, jetzt können wir ja mit dieser aufstrebenden jungen Partei Karriere machen. Im schlechtesten Fall. Müllinglisten zu, fängt nochmal an, von vorne das Rad zu erfinden und nervt alle möglichen Leute. Und deswegen müssen wir Meyer als unseren besten Beta-Tester betrachten und Meyer mit Freundlichkeit und Respekt zeigen, wie er damit umgehen soll und nicht ihn ankacken. Goldene Regel. Viele Leute, die jetzt sich neu damit beschäftigen, kommen aus einem alten Hierarchiendenken und haben ein Problem damit, sich damit zurechtzufinden, dass wir uns eben versuchen, demokratisch zu demokratisch im Sinne des Internets zu betätigen. Die Piratenpartei ist da so eine Art Schnittstelle, so eine Art, habe ich jetzt letztens gelernt, API, vom Digitalen ins analoge Leben. Und da ist das Problem der Piratenpartei, weil da nämlich einige Missverständnisse entstehen. Der Punkt ist, dass die Piratenpartei auf der einen Seite aus dem Internet kommt und auf der anderen Seite sich im realen Leben zurechtfinden muss und mit dem realen Leben dealt, das heißt zum Beispiel Parteiengesetz, das reale Leben. Und deswegen vermischt sich da einiges und den Leuten ist manchmal gar nicht so klar, wo sie eigentlich hingeraten sind. Wir sollten immer wieder versuchen, unseren Beta-Testern, unseren Neuen, mit Geduld und Respekt zu zeigen, wo wir stehen. Und ihnen zum Beispiel unsere Software, unser Bollwerk gegen die Vergrünung, unsere basisdemokratische Software Liquid Feedback ordentlich erklären, damit sie auch wissen, wie die gemeint ist. Die ist nämlich einfach nicht nur ein Meinungsbildungstool, sondern es ist eine ausgewachsene, hochkomplexe Software, mit der man sehr, sehr differenzierte Abstimmungen durchführen kann. Und was passiert jetzt? Wir haben Abgeordnete plötzlich im realen Leben und wir können auf Politik Einfluss nehmen. Und wir wollen das natürlich auch, weil wozu sind wir da? Und jetzt müssen wir umgekehrt so viel Realität wie möglich ins Virtuelle bringen. Nicht wie vorher, so viel Internet wie möglich ins reale Leben, sondern umgekehrt. Und zwar deswegen, weil wir valide Abstimmungen brauchen. Und eine valide Abstimmung ist eine, die überprüfbar ist für jeden Einzelnen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum es da noch irgendwelche Diskussionen drum gibt und warum es auch so schwer in die Köpfe der Leute geht. Eine Abstimmung ist eben nur dann überprüfbar, wenn man jeden Einzelnen, der da mitmacht, identifizieren kann. Und da ist eben das Ende von Geheimnis und Pseudonymität erreicht. Wenn wir tatsächlich unsere demokratische Idee, die wir im Internet gelernt haben, nach außen tragen wollen, müssen wir für unsere politischen Entscheidungen namentlich Verantwortung übernehmen. Ansonsten können wir das ganze Ding in die Tonne treten. Und da hört dann auch einfach die Privatsphäre auf, in dem Moment,
Weil wir nämlich wirklich alle Politiker sind. Und nicht erst, wenn wir ein Mandat haben. Der, der ein Mandat hat, wird auch nicht die Macht haben irgendwann, sondern nur die Spezialisierung. Und dahin wollen wir ja kommen. Jetzt noch ein Wort zur Privatsphäre. Natürlich hat man keine. Je mehr man sich engagiert politisch, das ist klar. Also nicht bloß im Internet, sondern auch real, gibt es dann keine Privatsphäre mehr. Die fängt aber da an, wo man seine eigenen Grenzen setzt. Genau wie alles andere auch, muss man darüber selbst entscheiden, wo die Privatsphäre anfängt. Und dann muss man auch dementsprechend handeln. Wenn man also seinen Namen nicht im Internet sehen will bei irgendeiner Abstimmung, dann kann man daran nicht teilnehmen. Und deswegen ist man nicht ausgeschlossen, sondern man schließt sich selber aus. Aus Gründen, die man für sich selbst verantworten kann. Oder auch nicht. Aber man schließt sich selber aus. Punkt. Post-Privacy ist auch keine Forderung, sondern ein Modell. Und niemand wird gezwungen, auf irgendeine Art und Weise das, was er als wirklich privat empfindet, irgendwie zu veröffentlichen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Tweet von Kurtisane gelesen. Jetzt kommt das mit dem Sex. Der hat mir zu denken gegeben. Ich habe mir den leider nicht gespeichert, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, was da stand. Post-Privacy hin oder her, meinten sie. Das sind nämlich zwei, die da schreiben. Aber was, wenn man sein Kind vom Kindergarten abholt und die Mütter blöde glotzen, weil sie wissen, dass man als Escort-Service unterwegs ist, ne? Gut, habe ich mir gedacht, die Mütter im Kindergarten sollten auch mal lernen, dass das ein sehr respektabler Beruf sein kann. Wenn man also in der Logik dessen, was ich hier vorgetragen habe, da rangeht, muss man oder könnte man sagen, je mehr, und das sind eine ganze Menge Frauen, je mehr Frauen sich outen, desto einfacher wird es für die einzelne Frau, sich dem anzuschließen und zu sagen, ich bin hier auch als Escort-Service tätig und ich finde das klasse. Ich denke mal, da ich ja kaum noch Privatsphäre und Privatleben habe, oute ich mich jetzt auch mal als Escort-Service mit einem gewissen Stolz. Weil ich es nicht geil finde. Und ich sage euch eins, die Öffentlichkeit, die ist nicht so tragisch. Wenn man es geschafft hat, sich von seiner Mutter zu emanzipieren, dann reizt einen die Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr. So. Fragen. Fragen oder Kommentare oder Raucherpause. Eine Frage. Ich habe eine Frage zu dieser Abstimmung, nur namentlich. Es gibt ja technische Möglichkeiten, Pseudonymität umzusetzen und zwar auch so, dass die Personen nicht unbedingt identifizierbar sind, aber dass man sicherstellen kann, dass jede Person nur einmal abstimmt. Ist nicht die Forderung, jeden Abstimmenden identifizieren zu können, nicht eine Forderung, die verhindert, dass Minderheiten sich überhaupt artikulieren, besonders bei brisanten Themen? Ist das nicht eher abzulehnen, alle Abstimmungen namentlich zu machen, weil das im Wesentlichen immer dazu führen, dass kontroverse Abstimmungen überhaupt nicht mehr stattfinden oder total einseitig ausfallen? Nein. Das ist eine gute Frage, aber da kann ich dir zwei Sachen zu antworten. Eins kann ich dir einfach mal so entgegenschleudern. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ich darf Hefe zitieren. Es gibt keine pseudonymen Abstimmungen, die also elektronisch, die nicht ein Wahlcomputer wären. Es geht nicht. Ja? Finde ich so klasse. Hefe nimmt mir da so viel Arbeit ab. Ich sag einfach, es geht nicht und sag Hefe und dann müssen mir sowieso alle glauben. Fefe glauben. Ja. Vielleicht
Genau. zu dem, dass du meinst, man würde sich dann nicht mehr trauen, sich zu äußern. Ich glaube, dass sowas schon vorkommt. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Gruppendruck und dem muss man sich entgegenstellen. Das bedeutet für uns aber nicht, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier unseren Traum aufgeben für unsere Art und Weise, Demokratie in diesem Land neu zu etablieren, sondern es bedeutet, dass wir versuchen müssen, so solidarisch wie möglich zu sein, überhaupt zu allen und auch zu abweichenden Meinungen und abweichende Meinungen niederzumachen. Das heißt, wir müssen uns selber anders verhalten, damit sich auch Minderheiten trauen, etwas zu sagen und sie nicht gleich niederzumachen, wenn sie sich mal vorsichtig äußern. Aber es geht nicht anders. Vielleicht auch direkt dazu. Also und um an das anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, also ich denke genau auch wieder an dieser Stelle, natürlich aus unserer heutigen kulturellen Sicht, ja, ist es wirklich ein Problem, wenn man offene Abstimmungen machen würde, dass die Leute diskriminiert werden würden. Ja. Aber auch da muss man wieder eben dieses Kulturdenken so ein bisschen hinterfragen und gucken, gibt es eine Kultur oder wie könnte man dieses Problem lösen, was heute vielleicht auftritt? Aber was müssen wir für Veränderungen oder müssten wir theoretisch für Veränderungen vornehmen, damit dieses Problem nicht mehr auftritt? Ob diese Veränderungen dann wünschenswert sind oder nicht, das kann man erst entscheiden, wenn man sie durchgedacht hat. Das ist natürlich klar. Es gibt aber eine sehr wünschenswerte Veränderung. Dieses einfach nur auf heute zu beziehen und zu sagen, ja, nur weil heute die Leute diskriminiert werden, wenn sie offen abstimmen, beziehungsweise nicht mehr abstimmen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben, wäre für mich kein Grund, nicht darüber nachzudenken, ob es eine Möglichkeit gibt, den Leuten diese Angst zu nehmen, zum Beispiel in einer Post-Privacy-Gesellschaft. Und die Möglichkeit ist die goldene Regel, ne? Simpler Code, die goldene Regel. Und schlaue Datenstrukturen. Das war auch so ein Ding aus den 19. Okay, also simpel ist ja vieles, glaube ich, gar nicht so in der Politik. Ich habe erstmal eine Anmerkung, dieses Wir, was du immer so impliziert gemacht hast, wir Piratenpartei, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich bin zwar selber mal aus Karrieregründen in die Piratenpartei eingetreten. Oh, großartig. Aber fühle mich halt nicht als Pirat und ich denke auch viele hier im Raum fühlen sich nicht als Pirat. Also es ist ja auch nicht eine Piratenveranstaltung. Nein, so. Ich meinte mit dem Wir eigentlich Leute, die sich dafür interessieren, wie das Netz funktioniert und was man daraus für Ideen ziehen kann, die ja hier auf die Art und Weise versammelt sind. Andere ist halt, du sagst irgendwie namentlich und man muss dann immer, dem Namen, also da gab es, glaube ich, gestern einen interessanten Vortrag, da würde ich einfach mal Gegenfrage machen, welcher Name, also ist mir auf dem Kongress mehrmals passiert, dass Leute gesagt haben, wer bist du und wenn ich dann sage, ich bin der Jens, dann komisches Starren, wenn ich dann sage, ja, Joel im Netz, dann wissen dann mehr Leute Bescheid. Also mit welchem Namen muss ich denn dann identifiziert werden? Und wenn ich halt Post-Privacy als die Teilhabe oder das Recht, Teilhabe zu haben und Emanzipation von den mir zugeschriebenen Daten mir wieder zurücknehmen soll, so verstehe, dann gehört für mich auch ganz klar Pseudonymität dazu, also das ist kein Widerspruch zu Post-Privacy, das Recht auf Pseudonymität einzufordern und das Recht, über seine Daten so zu bestimmen, wie man das gerne möchte. Weißt du, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine schicke Sache ist, wenn man sagt, also ich möchte A, mit meinem richtigen Namen und B, mit meinem Pseudonym auftreten, weil mein Pseudonym kennen viel mehr Leute und ich finde es auch sowieso viel schöner und es ist wesentlich einfacher, als mir einen Künstlernamen zuzulegen. Das, glaube ich, dürfte überhaupt kein Problem sein. Was Abstimmungen angeht, elektronische, gibt es kein Recht auf Pseudonymität. Ja, krasse Ansage, teile ich nicht. Danke. Du sagtest ja, dass im Prinzip erstmal aus deiner Sicht jeder Politiker ist und die allgemeine gesellschaftliche Definition davon ist, dass sobald einem ein Mensch ein Mandat innehat,
ist er eine öffentliche Person, ein Politiker. Ich gebe dem Ansatz, dass erstmal jeder Politiker ist, weil jeder in unserer Gesellschaft liegt Recht. Möchte aber nochmal, also mir ist es da ein bisschen zu kurz gekommen, den Bezug zur Gegenwart herzustellen an der Stelle, sodass Politiker heutzutage ja tatsächlich in unserer Gesellschaft als öffentliche Person angesehen werden und wie da sich die Privatsphäre natürlich auch in sein Amt reinbewegt. Das sind unter Umständen Skandalfotos oder andere Skandale, die von den Medien natürlich dann entsprechend auch hochgepusht werden. Aber letztendlich sieht man dort deutlich, dass die Privatsphäre eines öffentlichen Amtes letztendlich auch das Amt berührt. Und genauso wie sich der Raum der Privatsphäre demnächst verschieben wird oder das auch schon getan hat, wird sich auch das gesellschaftliche Bild verschieben in Bezug auf die Politiker. Denn durch unsere Vernetzung, Facebook oder auch andere Social Networks, ist es halt möglich, zu jeder Zeit irgendwelche Informationen ins Netz zu stellen, die einen Politiker erstmal bloßstellen. Und durch diese Menge wird natürlich auch eine größere Toleranz in unserer Gesellschaft hergestellt, um zu zeigen, auch Politiker sind auch nur Menschen und die machen genauso Fehler wie jeder andere Mensch auch. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft gerade durch dieses Verhalten von Post-Privacy eine höhere Toleranz geschaffen wird gegenüber diesen menschlichen Fehlern, die aber nichts, wirklich rein gar nichts mit der Ausführung des Amtes zu tun hat. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung an der Stelle. Genau richtig. Sehe ich genauso wie du. Damit werden nämlich alte Denkstrukturen aufgelöst. Okay, bitte. Entschuldigung. Nein. Ich sehe noch eine etwas seltsame Diskrepanz. Wir stellen uns auf einer Seite gegen Überwachung, gegen staatliche Überwachung, mit dem Argument, wir verhalten uns anders, wenn wir überwacht werden. Und darum ist ja eigentlich mal das Wahlgeheimnis als solches eingeführt worden, um den Menschen völlig frei in seiner Abstimmung zu machen. Wir hatten das jetzt in Offenbach gesehen auf unserem Bundesparteitag. Dort wurde in der Satzung darüber abgestimmt, ob der Passus Holocaust-Leugnung sei mit der Satzung nicht vereinbar aufgenommen werden soll in selbige. Es gab dann ein Meinungsbild, das ganz klar dafür war, diesen Passus aufzunehmen. Jemand beantragte geheime Abstimmung und in der geheimen Abstimmung haben die Leute völlig anders entschieden. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass selbst wenn wir das als Utopie begreifen, wir an dieser Stelle noch nicht sind. Speziell für Liquid Feedback möchte ich schon seit langer Zeit anregen, dort eine Art Zwei-Stufen-System einzuführen. Es ist klar, dass in einem solchen System keine echte Anonymität möglich ist, weil per Hacker oder so weiter rausgekriegt werden kann, nachträglich, wer wie abgestimmt hat und man das nie ganz unterm Deckel halten kann. Aber man kann sowas wie hinreichende Anonymität kurzfristig gewährleisten in der sozialen Peer Group. Mein Wunsch wäre dort zu sagen, ich stimme anonym ab und bin dafür mal akkreditiert worden und bin nur als irgendeine Nummer sichtbar, kann dann aber keine Delegationen annehmen. Oder aber ich mache mich öffentlich und nehme dann Delegationen anderer an. Das wäre so meine Vision, wie sich Liquid Feedback weiterentwickeln könnte, um diesen Konflikt aufzulösen. Ich glaube, ich werde das hier, glaube ich, zum hunderttausendsten Mal nochmal wiederholen. Eine elektronische Abstimmung ist nur dann valide, wenn sie für jeden Einzelnen überprüfbar ist. Wenn jemand als Nummer auftaucht, kann ich nicht überprüfen, ob dieser Mensch eine Sockenpuppe, also ist in dem Moment diese Abstimmung nicht valide. Das kann ich anhand des Namens auch nicht tun. Name ist genauso eine alphanumerische Zeichenkette wie eine Nummer. Wenn ich mir Mühe gebe, kann ich das tun. Ich selber weiß ja auch, welche Nummer ich bin, wenn ich mich mein Abstimmungsverhalten überprüfen möchte. Ich verstehe das auch gar nicht. Also ich verstehe es nicht, aber egal. Okay, also wir können die technische Diskussion, ob das möglich ist oder nicht, mal beiseite lassen. Ich will mal kurz was ergänzen, warum ich trotzdem auch richtig finde, dass Abstimmungen öffentlich sein müssen. Nämlich das Argument, dass man eine Abstimmung geheim macht, schützt tatsächlich davor, dass Minderheiten ihre Meinung vielleicht in dem Punkt mal äußern können, dass es quasi bekannt wird, wie sie eigentlich denken. Das ist aber nur ein Symptom. Das Problem, das die Minderheiten weiterhin haben, nämlich ihre Meinung frei zu äußern über Twitter, auf einer Demonstration, in der Zeitung, das bleibt ja bestehen. Das heißt, wirklich vollständige Freiheit und Gleichberechtigung von auch Minderheiten erreichen wir wirklich nur, wenn auch jeder seine Meinung äußern kann. Bravo. Genau so.
Genau. Und jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Schauen wir uns mal selbst an, wie gehen wir selbst mit Extremmeinungen um? Ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz. Irgendwie, wenn wir müssen wirklich anschauen. Also es gibt Menschen, die haben extreme Meinungen, und ich finde, jede Meinung sollte geäußert werden dürfen. Das heißt nicht, jede Meinung sollte unwidersprochen bleiben. Aber wir sollten trotzdem darauf achten, dass wir mit extremen Meinungen, dass wir sie zumindest zulassen und auch beantworten, aber dass wir nicht jemanden dafür kritisieren, dass er seine Meinung geäußert hat. Und ja. Genau so sehe ich das auch. Du hast vorher gesagt, also du hast dir in zwei Punkten widersprochen, und das, da wollte ich einfach nochmal nachfragen. Einerseits hast du gesagt, es ist, ich glaube, du hast es als Krankheit bezeichnet, dass jeder glaubt, seinen Senf dazugeben zu müssen und sich zu äußern. Und andererseits ist aber das dann das Wesen des Internets und das, was wir alles so miteinander, also irgendein Wir, was wir so miteinander machen. Und andererseits gibt es diese Krankheit. Und da sehe ich jetzt dann schon ein gewisses Problem, wenn man dann eben nicht geheime Abstimmungen macht. Und dann gibt es gewisse Meinungen und gewisse Kommentare, die sind dann eine Krankheit, und alles andere ist das, was uns bereichert und uns anregt und wo wir, irgendein Wir, sich dann einig ist. Das ist, glaube ich, ich glaube, da hast du mir ein bisschen was entweder missverstanden oder drehst mir gerade das Wort um. Ich meine damit, dass man immer darauf achten sollte, ins Internet Qualität einzugeben. Und wer beurteilt dann, was Qualität ist? Man kann auch ab und zu mal Quatsch eingeben, aber man kann doch tatsächlich auch selbst mal überprüfen, ist das jetzt, was ich da jetzt schreiben will, ist das jetzt eher unmaßgeblich und muss ich nur irgendwie einen Druck loswerden? Oder ist das was, was ein Input in diese Gemeinschaft gibt? Aber ich finde es durchaus legitim, sich darüber Gedanken machen zu sollen. Ja. Ja, nur noch eine kurze Nachbemerkung. Du hast vorhin gesagt, so viel kommentieren, so viele Synapsen bilden wie möglich. Ich finde auch, dass jeder sich selbst überprüfen sollte, was er ins Internet reinschreibt. Wer bewertet dann, was Qualität ist? Wer bewertet, was sinnvoll ist? Ich denke, das Feedback. Genau. Naja, lass mich so stehen. Weil die Anonymität da eine Rolle jetzt spielt, wollte ich dazu nochmal, ohne auf die technischen Details einzugehen, nur nochmal klarstellen, dass man sich im Internet immer mit einer sogenannten Pseudo-Anonymität bewegt. Das bedeutet, es gibt immer Stellen, die nachvollziehen können, wer ist. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist es vielleicht sinnvoller, wenn nicht von vornherein nachvollzogen kann, wer was gesagt hat, oder es nur auf eine kleine beschränkte Gruppe beschränkt ist, ob das ein Unternehmen ist oder ob das eine andere Partei ist oder sonstige Instanzen, ist ja völlig egal. Es bleibt in dem Moment einer kleinen Gruppe vorbehalten, rauszufinden, wer welche Äußerung getätigt hat. Und in dem Fall müssen wir uns wirklich auch überlegen, ob wir das möchten oder ob wir hergehen und sagen, gut, wir haben eine Pseudo-Anonymität, sobald wir das Internet benutzen, also müssen wir das Beste daraus machen. Wer kann dir schaden dann, wenn irgendjemand weiß, was du gesagt hast? Nun ja, also die Nachvollziehbarkeit, wie du ja selber schon sagtest, ist in der Stelle nur für eine bestimmte Personengruppe vorbehalten. Welche Schaden daraus entstehen, will ich gar nicht jetzt benennen, weil das können alle möglichen Dinge sein. Ob das eine Abstimmung ist für eine Wahl oder einfach nur, was ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit 5 Personen abgesprochen habe oder so. Es gibt immer Instanzen, die nachvollziehen können, was ich getan habe, aber die breite Masse unter Umständen nicht. Und man sollte sich halt immer vor Augen führen, dass es halt immer einer bestimmten Personengruppe vorbehalten ist, nachzuvollziehen, wer das ist. Ob das ein Internetprovider ist oder eine Partei oder der Serveradministrator, der die Umfrage macht, sei dahingestellt. Aber Anonymität gibt es in diesem Fall nicht wirklich. Okay. Letzte Frage, genau, ich will auch noch rauchen. Ja, also es wird ja viel gesagt, dass das Problem der Pseudonymisierung nicht mehr geht, aber ich glaube, dass es auch umgekehrt ist. Das Problem der digitalen Identität ist gar nicht gelöst. Das heißt, wir haben im Moment noch gar keinen offenen Standard, wie Menschen digital eine Willenserklärung abgeben können. Das ist im Moment noch gar nicht gegeben. Also ein Mensch kann ja überhaupt nicht digital signieren, das kann ja nur eine Maschine. Und wie das dann mit den persönlichen Daten verknüpft werden soll, ist momentan noch gar nicht gelöst. Ich kann mich nie auf Technikdiskussionen einlassen. Okay. Will das irgendjemand beantworten?
hier im Publikum? Weil ich fange da an zu schwimmen. Ja, stimmt. Keiner? Wollen wir dann rauchen? Okay, danke euch.